Ja, hallo meine lieben Klemmbausteinfreunde. Heute habe ich das Set HHL99 von Mega für euch, und zwar den Muscle Bound. Ja, wie ihr sehen könnt, steht der kleine Wagen schon vor mir. Erst kurz die Anleitung zeige ich ja normalerweise nicht mehr, aber wie ihr sehen könnt, die ist riesengroß. Riesig. Ich baue oftmals auf der Anleitung, von daher finde ich das gar nicht so schlecht, wenn die so groß sind. Ist natürlich die Frage, ob man für die 622 Teile, die das Teil hat, unbedingt so eine große Anleitung benötigt. Ich fand auch, dass da zu wenig Teile pro Bauschritt verbaut wurden. Insgesamt haben wir halt hier drinnen roundabout 199 Bausteps, 200 Bausteps und bei 200 Bausteps 201 sogar. Macht das bei 622 Teilen halt roundabout 3 Teile pro Baustep. Finde ich zu wenig. Nun gut. Ist aber auch ein Set, was rein von der Größe her, ich meine, es sind, na, fangen wir doch nochmal an, gucken wir doch nochmal, was war das? Ja, roundabout 25 cm, Höhe so circa 7 cm, Breite sind so circa 10,5 cm, ist natürlich auch als Spielzeug geeignet. Anleitung, auch kann ich hier liegen lassen, ist egal. Gut. Typisch Mega-Mega-Blocks, Mega-Constructs, die haben ja jetzt schon wieder ihr Brandnamen geändert, heißen ja jetzt nur noch Mega. Ist auch auf der Anleitung schon mit dem neuen Zeichen oben zu sehen. Ja, aus der Hot Wheels-Reihe ist das Fahrzeug halt. Und ja, gucken wir uns das erstmal so ein bisschen an. Schön die Drucker auf der Seite, die ganzen Fliesen, was man hier alles so sieht, also hier die Übergänge etc., das ist alles bedruckt. Ich finde, die Übergänge sind auch extrem gut gelungen. Das Einzige, was halt ist, man sieht schon einen kleinen Farbunterschied, wenn man jetzt unten das Grüne hier sieht und da oben das Grüne, da ist halt schon ein Unterschied von der Farbe her. Aber ansonsten die Drucke echt klasse. Auch hier vorne mit dem Hai, mit der Hai-Schnauze sieht mega, mega gut aus. Von vorne halt auch cool gemacht. Ja, andere Seite ist fast identisch. Hinten auch cool gemacht mit dem Doppelauspuffrohr, dem kleinen Kennzeichen dabei. Man kann hinten nichts öffnen, was ich schade finde. Und vorne kann man dann halt so ein bisschen von dem Motor sehen, kommt ja auch oben raus. Ja, ist cool gemacht. Hier ist ein kleines Gelenk drin, dass man das, also wenn der jetzt nur quasi auf C-Clamps draufgesetzt wäre, würde der halt nicht aufgehen. Man holt den quasi so ein bisschen nach oben. Das ist relativ cool gemacht, relativ cool gelöst. Dadurch geht der halt gleichzeitig auf und ein Stück nach vorne oder halt dann beim Zumachen wieder ein Stück nach hinten. Dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob ihr den Druck jetzt so sehen könnt, ja, das Armaturenbrett auch bedruckt, oben auch alles bedruckt, beziehungsweise wenn man hier sieht, das ist ein Druck, daneben das ist eine Fliese, da sieht man auch wieder ganz gut den Farbunterschied. Ansonsten alles bedruckt, es gibt hier im Set keine Aufkleber. Ja, innen drin die Sitze, ich versuche mal, ob ich das hier jetzt abkriege, hier oben das Teil. Innen drin die Sitze sind Formteile, ist bei Mega ja nicht ganz unüblich, dass die auch mal Formteile benutzen. Die Farbe finde ich cool, dieses ist wieder so ein Metallic-Grün, allerdings ist bei vielen Fahrzeugen ja so ein sehr grober Metallic-Effekt. Der ist hier wesentlich klarer, also eher wie beim richtigen Auto so ein Metallic-Effekt. Ist aber halt auch nicht lackiert, sondern kann man hier vorne ganz gut sehen, glaube ich. Ich guck mal, ja, hier an der Fliese sieht man es ganz gut. Da ist halt so eine Schliere drin, das heißt, es ist auch wirklich mit ins Plastik eingespritzt. Gefallen tut der Wagen mir eigentlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die blaue Scheibe hinten. Passt irgendwie nicht. Ich hätte die gerne in Trans Black gehabt oder Trans Clear gehabt, zumal man hinten nicht aufmachen kann und darunter noch die NOS-Flaschen sitzen. Die sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Ich persönlich finde die Räder, so komplett ohne Profil, saugut. Haben Nachteil, wenn man einmal so über etwas staubigeren Grund fährt, sind die dreckig. Das ist natürlich ein riesen Nachteil. Aber ansonsten finde ich die Räder halt richtig, richtig cool gemacht. Bautechnik etc. sind halt, ich sag mal, Standard mehr oder weniger. Aber was diesmal für mich ein bisschen seltsam war,
Mega Constructs oder Mega hat ja eigentlich eine sehr, sehr hohe Klemmkraft, auch konsistent. Das war bei dem Fahrzeug ein bisschen anders. Und zwar hat man teilweise eine Klemmkraft gehabt, die so auf Lego-Niveau war, vielleicht ein bisschen drüber. Und dann hat man halt die typische Mega Kobi Gobricks Klemmkraft gehabt, wo man sich halt die Finger wund scheuert. Das war diesmal nicht ganz so konsistent. Bau hat Spaß gemacht, hat natürlich nicht so lange gedauert. Es ist ein massiver Block, der ist für seine Größe richtig, richtig schwer. Also der ist schwerer als manche Bluebricks Fahrzeuge, die dann doch noch eine Nummer größer sind. Ist schon erstaunlich. Ja, preislich, da man den nicht in Deutschland bekommt, muss man den aus Amerika importieren. Preislich, ja, pendelt der sich zwischen, ich sag mal, inklusive Versandsteuern etc., was man zahlen muss, Zoll, zwischen 90 und 150 Euro ein. Ich habe jetzt meinen 95 Euro bezahlt. Ist natürlich ein stolzer Teilepreis, wenn man das sieht, aber man hat halt auch mal ein bisschen was Besondereres, also was man nicht so in Deutschland einfach so bekommt und halt auch von der Optik her, auch qualitativ, die Drucke, die hier drin sind, auch die Anzahl der Drucke und sowas, das ist schon richtig, richtig gut. Ja, kleines Eutiken, braucht man sonst nicht so viel zu erzählen, keine Türen zum Öffnen, das Einzige, was man wirklich öffnen kann, ist die Motorhaube, es rollt, keinerlei anderen Funktionen, ist halt ein, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spielmodell ist oder ein Vitrinenmodell ist. Ich meine, man kann hier als Kind, kann man hier natürlich mit rumdüsen, wobei ich glaube jetzt, ich habe sehr, sehr große Hände, dass es mit einer Kinderhand schon schwierig wird, das Fahrzeug einfach so zu packen. Ja, man kann das hier hinten theoretisch auch nehmen, klar, aber hier hat man halt auch nicht so viel Gewalt dann drüber. Deshalb ist das so ein Zwischending zwischen Vitrinen und Spielmodell, meines Erachtens. Ich habe keine Kinder, deshalb kann ich das nicht beurteilen, kann denen halt auch nicht in die Hand drücken und sagen, mach mal. Und wie die dazu sich äußern würden, ob das denn vernünftig oder gut ist. Okay, damit möchte ich dieses Video schon wieder abschließen für heute. Gibt es ja auch nicht so viel zu sagen. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Klemmbaustein-Novize. Ciao.